Muki mal wieder ein bisschen leiser machen. Ich habe das hier bekommen. Ja, das ist. Oh Gott, Entschuldigung. Das ist Ü-Post von der lieben Steffi. Und da wir ja heute alle so richtig schön rasant ins neue Jahr glitschen, glibbern, geschwemmt werden, manche, ne? Andere schießen sich quasi ins neue Jahr, mal gucken. Und ich freue mich jetzt erstmal ins neue Jahr. Das ist ein Weihnachtsüberraschungspäckchen von Steffi. Und da sind auch Sachen drin, die wir getauscht haben. Genau. Und ich freue mich total. Ja, ich freue mich. Und wer sich über diesen schönen Hintergrund wundert. Ja, ich habe Bastelentzug und ich habe meinen Tisch einfach beklebt. Nicht schön, aber selten. Und ich kann damit leben. So, jetzt schnibbel ich das hier erstmal auf. Komm her, du Sahneschnecke, du. Und ich werde auch versuchen, ohne irgendwelche Körperteile abzuschnibbeln. Scheint schon eine größere Herausforderung zu sein. Und einmal hier quer drüber. Jetzt so ratsch alles, was drin ist, kaputt gemacht. Ja. Oh. Oh. Oh, schönes Papier, gell? Was ist das denn? Oh. Die Nuss ist ja verrückt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Mein Gott, guckt euch das an. So, ich habe es fertig geraschelt. Das Papier bringt es aber in Sicherheit. Habt ihr euch das mal angeguckt hier? Schaut mal. Schnell das wieder verdecken. Da sind so Glittersachen drauf. Glitzer-Schimmerpunkte sind da drauf. Sieht klasse aus. Wird auf jeden Fall seinen Platz finden. Oh, ich hatte doch erst alles ausgeräumt. Sehr schön. Aber ich warte ja immer noch ganz, ganz schrecklich auf das Paket von Ines. Aber sie hat ja gesagt, sie hat das geschickt, aber irgendwie will das bei mir nicht landen. Oh, was da wohl alles drin ist. Ich glaube, das gehört zur Überraschung. Das packe ich mal kurz beiseite. Wieso kriege ich denn so viele Überraschungen? Mensch, war ich brav, ey. So, Überraschungen. Oh Gott, noch mehr Überraschungen. Und noch mehr Überraschungen. Genau, dann machen wir erstmal den Tausch, ne? So, da könnt ihr jetzt mal kurz reingucken. Ich werde ihn wieder an die Seite stellen. Eine Eule aus Schokolade. Oh, mal sehen, wie lange die überlebt. Oh, cool. Da hat die Gute mir diese Teile hier reingepackt. Wenn das nicht nach Eisbecher schreit, verstehst du? Oh, ich finde das so toll. Das ist so toll. Irre. Danke, Steffi. Da war mal Eis drin, hat sie gesagt. Ich, was war denn da für Eis drin? In welchem Laden kriegt man hier denn? Dann würde ich freiwillig Eis essen. Ich opfere mich dann natürlich, um ab und zu mal ein Eis zu essen. Bringt man große Opfer. Und da war das hier drin. Guckt mal, ist die nicht genialo? Oh, und dann noch von Lindt. Also Lindt ist neben. Ich komme jetzt nicht auf Milka, ne? Neben Milka eine Schokolade, die ich auch noch esse. Aber alle anderen Schokoladen esse ich einfach nicht gerne. Die sind nicht so fein im Abgang. Nee, schmeckt einfach nicht. Also esse ich nicht gern. Auch wenn ich die geschenkt bekomme oder so, die gebe ich meistens weiter. Aber diese kleinen Sachen, die man mir immer so in die Päckchen reinkommt, die werden bei mir eh nicht alt. Irgendwie, ja. Aber ich habe noch ein Schenki gefunden. Das gehört bestimmt auch alles. Nee, das ist noch Tausch und das ist bestimmt noch Schenki. Das packe ich mal hier rüber.
Oh Gott, da hat die gute mir Fimo eingepackt. Das hat sie bei sich nämlich rumstehen. Rumstehen gehabt, hat sie gesagt. Also rumliegen gehabt, hat sie gesagt. Das kommt wie gerufen. Ich habe alles weggepackt. Jetzt habe ich ja wieder Bastelmaterial. Ne? Jetzt kann ich ja wieder basteln. Das ist ja cool. Also mich stört auch nicht, wenn das Fimo alt ist oder so. Es gibt so viele Tricks und Möglichkeiten, wieder geschmeidig zu machen. Ich hatte schon Fimo. Es war eine bröselige Masse in meiner Hand. Und ich habe das trotzdem wieder irgendwie geschmeidig gezwungen. Oh, das ist gut. Weiß ist immer gut. Weiß hat man immer zu wenig, finde ich. Vor allem, wenn man ja eigentlich gar kein Fimo-Bastler ist. Versteht ihr? Ich bin ja eigentlich keine Fimo-Bastlerin, aber ich mache auch viel so gerne mal was mit Fimo. Und dann geht meistens immer Weiß drauf. Ich weiß es auch nicht. Tolle Farben sind hier. Oh, die sind aber auch richtig. Richtig viel was drin. Oh Mann, ey. Sehr heftig. Oh, schöne Farbe. Beige oder sowas, ne? Oh, Sahara. Und auch immer schön fein eingepackt. Ich habe meine einzelnen immer alle in Einzeltüten. Da sind Tüten draufgegangen, sag ich. Ich habe eine ganze Schublade Fimo. Aber diese, kennt ihr diese Pappdinger, die du dir so zusammenbauen kannst? Da sind immer drei Schubladen drin. So, und eine davon ist eben voll mit Fimo. So viel habe ich nicht. Eine Schublade voll hört sich jetzt gerade so irre an. Das ist ein ganz klasse Rot. Ich liebe dieses Rot. Schwarz? Sieht aus wie schwarz, ne? Kann ich jetzt auch nicht lesen, oder? Ich fummel mal kurz. Schwarz. Das ist auch schön hier. Lila? Ah! Braun! Letztens hatte ich ein Video gesehen, auch das fand ich so toll. Da hat aber eine, zwei verschiedene Fimo-Sorten, waren es ja nicht hier, so ofenhärtende Massen, hat sie miteinander vermengt. Die eine Masse musste aber wärmer gebacken werden als das Fimo. Und dann hat sie sich dann auf die Hälfte geeinigt irgendwie. Und dann war das so ein wunderschönes Porzellanweiß. Betonung auf war, denn wie das aus dem Ofen wieder rauskam, war von dem Porzellanweiß nicht mehr viel über. Und ich finde das eben total toll, dieses Porzellanweiß. Das ist so ein schönes, strahlendes, reines Weiß, finde ich jetzt. Ja, ich grusel hier jetzt gerade. Aber wenn das zu lange im Backofen bleibt, dann sieht das nicht mehr schön aus. Das fand ich dann schade, aber die Idee selber war klasse. Oder ist klasse. Mal sehen, ob ich das jetzt wieder so fein zukriege, wie sie mir das hier eingeräumt hat. Aha. Ein paar Künstlerin. Sehr schön. Und dann habe ich mich vorhin nochmal hingesetzt, weil ich hätte ja Kartons gepackt und ich musste ja so schnell. Nein, ich komme nicht drauf. Oh Gott, Genialomatik. Ich verkaufe jetzt immer alles, was ich doppelt und dreifach habe. Und ich bin mit meinem Kartonfotografieren noch nicht durch. Ich muss mal gucken, ob ich das heute schaffe. Ich weiß es nicht. Ich habe so viel niedliches Zeug. Und vieles lohnt sich ja nur, also Lohn hört sich jetzt bescheuert an, aber die Versandkosten finde ich immer, ja, explosionsartig. Na, ah, ja, da ist es. Ich finde das so mega. Cool, oder? Mit dem Schädel. Ich finde das so schön, das ist so schlicht und dadurch ist das so wunderschön. Ich hoffe, ich kriege das immer über meinen Arm durch. Muss ich nachher unbedingt mal ausprobieren. Warte mal. Oh, bitte, bitte, bitte. Na, komm her. Oha. Ich glaube, da mache ich mal einen Ring zwischen.
werde ich mir hier noch einen Ring zwischenmachen. Aber ich ersetze die sowieso mit durch diese Doppelringe. Und die sind eh was breiter, dann passt das perfekt. Also ich muss ein bisschen Luft haben unter den Ring am Reifen, Armbändern. Wunderschönes Teil. Echt. Den packe ich mal direkt hier wieder rein. Weil diesen einzelnen Reifen hier, diesen einzelnen Ring, den traue ich ja nicht über den Weg, ne? Da habe ich schon zweimal Sachen verloren, zum Glück nur von mir selber gemacht und nichts, was man mir geschenkt hat. Aber trotzdem war das ärgerlich. Und deswegen nehme ich nur noch diese, ich sag immer, Minischlüsselringe dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie die wirklich heißen. Das packe ich mir mal in so ein Glas rein. Ja, schaut hier. Cool, ne? Ist das nicht cool? Die allerbesten Scheren, die es gibt. Ich kann es gar nicht glauben, dass die so günstig sind. Also ich glaube, so eine hatte ich als allererstes und die ist jetzt auch schon Ewigkeiten, ist nicht stumpf oder so. Und dann hatte ich mir schon mal zwei Stück besorgen lassen und dann hatte ich noch mal eine geschickt gekriegt. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein paar. Vier müsste ich jetzt haben, ne? 1, 2, 3. Eigentlich müsste ich 4 haben. Na, auch nicht so schlimm. Eigentlich doch schlimm. Na, egal. Das heißt, hier wuselt irgendwo noch eine so eine Schere rum. Und die beiden werde ich jetzt auch erstmal so schön eingepackt lassen. Super toll, freue ich mich wie irre drüber. Machen wir zum Schluss. Und hier ist dieses Papier, dieses weiche Kuschelpapier. Sind das nicht tolle Farben? Sind das nicht wahnsinnig tolle Farben, mal ehrlich? Da hat man schon keine Lust, irgendwie auszupacken, ne, oder? Sich so in die Ecke stellen, so ein bisschen Blumendeko drunter und dann fertig. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Bild, diese Farbpracht. Das wird bestimmt wieder eine Ewigkeit dauern, bis ich mich da durchgerungen habe, das auszupacken. Ich leg das auch mal da hinten hin. Ja, da sind sie. Hier die beiden. Hat sie mir mitgebracht. Also hier bin ich noch im Belegen, ob ich den nicht meinem Mann geben soll. Aber der macht das ja eigentlich wie ich. Beziehungsweise vorher hat er es anders gemacht. Aber seit er mich kennt, macht er das wie ich. Also wenn wir einen Termin haben, nehmen wir uns so einen gelben Klebezettel und batschen uns zusätzlich oben noch so ein ganz kleines Stückchen Tesafilm dran. Natürlich haben wir vorher drauf geschrieben, was für ein Termin das ist. Dann nehmen wir das und kleben das dekorativ an die Haustür von innen. Damit, wenn wir die Wohnung verlassen, auch immer schön wissen, wann dieser Termin ist. Denn ich bin ein Schussel. Und damit ich wichtige Termine wirklich nicht vergesse, hatte ich mir das angewöhnt, so zu machen. Also da hilft mir auch ein Planer nicht. Also es hilft mir nicht, wenn es hier drin steht. Es steht ja zwar da drin, aber ich sehe es nicht. Also ich werde ja nicht ständig erinnert. Und ich gucke ja auch nicht ständig jeden Tag also sämtliche Termine durch, ne? Ja doch, der gefällt mir auch. Aber ich glaube wirklich, der wandert zu meinem Mann. Der ist ideal für ihn. Für ihn. Ja. Da kann er seine Stunden alles aufschreiben, die Überstunden, bla bla bla. Und hast du nicht gesehen. Und wann er Urlaub hat und so. Hochzeitstag nicht zu vergessen. Mein Geburtstag ganz dick. Ja, den kriegt mein Mann. Sehr schön. Gefällt mir auch. Und jetzt zu meinem. Ich habe es ein bisschen bunter, aber nur ganz dezent bunter. Das finde ich ja irgendwie niedlich, ne? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sowas kannst du für den Preis eigentlich gar nicht selber machen. Wenn du bedenkst, was allein die Bänderchen kosten, okay, du kaufst dann zwar, warte mal, hier müsstest du jetzt dir einkaufen, nur um diesen kleinen Bummel zu machen, müsstest du dir einkaufen, warte mal, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Und wo ist der andere? Machen wir nochmal, ne? Also, warte, ich nehme das mal kurz zu mir. Kann ich besser zählen, warte. Also, 1, 2, 1, 2, 3 und 4, das 3 und das 3 und 4, das ist 5, das ist 6, das ist 7 und das ist 8. Das heißt, du müsstest jetzt 8 Bänder, also 8 so dicke Dinger, kaufen, nur um dieses Bündelchen hier machen zu können. Und, finde ich schon ein bisschen heftig. Aber das ist eine schöne, günstige Idee mit dieser Klammer, finde ich. Und vieles günstiger als dieser große Karabiner, der immer viel überall hängt. Nur gefallen mir ja diese Verschlüsse nicht. So, dann gucken wir da mal rein, ne? Oh ja. Ja, das ist doch toll. Was mir jetzt nur noch fehlt, ist so ein Ding, wo das auf und zu machen kannst, wie so ein Ringbuch, ne? Also den hier werde ich wahrscheinlich für den Basteltisch benutzen. Für Terminsachen. Und für Adressen. Ne? Ach Gott, wie niedlich, da ist ein Lineal drin. Niedelig, gefällt mir gut. Sehr schön. Das werde ich mal hier in die Etage tiefer schmeißen. Und dann kommen wir mal hier zu. Ja. Das finde ich ja mal der Oberknaller. Was sagte sie? Irgendwie was mit 2,50 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ah, ich habe noch was anderes vergessen. Diese hier. Ja, Oschis. Oh, aber den muss ich jetzt leider hier drin lassen, weil meine Behälter, wo ich meine Oschis einsortiere, die sind ja leider tiefer gelegt. Die sind schon im Karton. Oh Gott, da habe ich, glaube ich, nicht einen einzigen von. Sind die toll. Ich liebe Oschis. Danke, Steffi. Danke, Anja. Oh. Die beiden Damen sind nämlich schuld. Ich mach mal die Lala ein bisschen leiser. Echt toll, oder? Die beiden hier finde ich immer genial. Der mit dem Fallen ist cool. Also ich glaube, der mit dem Fallen, den hätte ich gerne da doppelt gehabt. Den werde ich wieder ganz kaum benutzen. Was mit Deutsch? Den hier finde ich auch schön. Echt schöne Washis hast du da ausgesucht. Packen wir mal dahin. So, dann kommen wir ja hierzu, ne? Das ist ja, also ich weiß nicht, was die Industrie sich dabei denkt, diese Dinger so einzupacken. Ganz ehrlich, warum packen die so ein? Das ist etwas, das verstehe ich einfach nicht. Das kriege ich nicht irgendwie gebacken. Ich mache den Shit jetzt mal auf. Beziehungsweise ich versuche es, ohne dass ich mir schwerere Verletzungen zufüge. Was habe ich mal gelesen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war so ein Blog, glaube ich, oder so. Da ging es auch um diese Verpackungen. Und da hat ein Mann sich einen Seitenschneider gekauft. Und auf der Verpackung stand dann drauf, zum Öffnen einen Seitenschneider benutzen. Also das fand ich jetzt sehr amüsant. Apropos amüsant, Leute.
Ihr müsst bei Christine auf den Blog gehen. Christine, warte, das muss ich jetzt erstmal recherchieren. Ich habe mich gestern bald, also wirklich, ich hab mir gestern echt fast in die Hose gemacht. Ich liebe ja sowas, ne? Scherze und all sowas und Witzchen und je döver, umso besser. Und nein, ich habe mir echt gestern fast in die Hose gepinkelt. Mein Mann hat schon an meinen Geisteszustand gezweifelt. Vor allem, ich mich ja nicht mehr eingekriegt habe. Im Gegensatz, es wurde ja immer schlimmer. Echt, das wird immer schlimmer. Ja, ich muss ja jetzt erstmal an meinen Computer, mein Lappy. Und komm, mach mal. Yeah. Geht doch. Ja, man wird alt. Mach schon. Ja, toll. Jetzt müsst ihr hier die ganze Zeit auf mein Superteil starren und keiner weiß, was es richtig ist, wa? Doch, doch, doch. Das ist, um Videos zu machen. Ja, das kann man auch um eine Stange wickeln. Da habe ich mich auch kaputt gelacht. Ja, ich bin gerade so ein bisschen lachanfällig. Warte. Ja, nee, das nicht. Disqualifiziert. Wo ist sie denn? Also, wenn, dann heißt ihr Kanal auf YouTube mit Christine Kreativ. Und das ist das Video. Mein Novemberbüchlein. Also das erste. Wenn sie nicht heute noch eins hochlädt, ist das das erste Video, was ihr dann seht. Also mit Christine Kreativ. Also ich versuche das dann da unten mal, wenn ich dran denken sollte, bei meinem Loch im Hirn, zu verlinken. Also ich kann euch nur sagen, nehmt euch Taschentücher für die Träne mit und schaut das möglichst in der Nähe eines Klos an, wenn ihr so angelegt seid wie ich. Weil das ist sehr nutzbar. So. Also ich mache diese Packungen meistens so auf und packe mir die auch öfters mal wieder weg, weil wie jetzt zum Beispiel für uns, ich packe das hier gleich, nachdem ich mir das angeguckt habe, hier auch schön brav wieder rein und dann packe ich das in den Karton. So passiert ja nicht so viel. Ich brauche ein Taschentuch, ey. Taschentuch? Hallo? Scheiße, die antworten ja nie, wenn man sie braucht, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt mal alle die Ohren zu. Ah, fertig. So, ja. Irgendwie machst du das hier lose, dann wirst du das da hoch. Dann schraubt man sich das hier oben drauf. Das werde ich jetzt nicht machen. Und dann kannst du dann hier, komm her, Handy. Ich brauche ein Opfer. Und dann kannst du dann hier dein Handy so reinpacken. Sieht ja schon, oh, da sieht man, wie mitgenommen mein Handy ist. Und deswegen möchte ich auch auf gar keinen Fall diese großen Handys, also dass das schon da so ein Touchscreen hat, das ist ja schon das höchste der Gefühle. Also ich glaube, so ein großes, wie mein Mann die Dinger hat, oder wie viele anderen die haben. Na toll, jetzt habe ich es ausgemacht. Ist ja wieder typisch. Ja, so rum sollte man das da ja auch wahrscheinlich nicht reinpacken, ne? Packen wir es so rum rein. Kann wenigstens nicht ausgehen. Was kann man die Lautstärke verstellen? Yeah! So, und dann wird das hier draufgeschraubt. Dann kannst
Oh, dann kannst du dir das hier so irgendwie so lustig hinstellen, wie du willst. Das ist ja auch cool, ne? Das kann man dann ja im Prinzip irgendwie. So, ich fummel euch jetzt hier ein vor. Tut mir schrecklich leid, aber. Tut es mir wirklich leid, man weiß es nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das halten kann oder ob das. Jetzt schraube ich es doch mal kurz drauf. Oder ob der völlig verkackt. Ups. Ach Gott. Ja, aber ich glaube, dann hätte ich jetzt nur die. Also es muss sowieso andersrum, ne? Dann hätte ich jetzt, glaube ich, nur die dekorativen Füße da drauf. So, wäre schon ein bisschen besser, ne? Aber dann eher so, glaube ich. So. Ja. Super. Funktioniert. Da werde ich gleich mal versuchen, das Video von diesen Schenkis zu drehen mit. Und deswegen mache ich hier jetzt eine Pause.